Guten Abend zusammen und schön, dass ihr wieder dabei seid. In der heutigen Sendung zeigen wir euch die Bands Malcolm und 3 Millionen und ihr bekommt wichtige Infos, wie ihr euch als Band bei uns bewerben könnt. Wir sind Malcolm! Die Frage geht an Regina. Regina, du musst vorlesen. René 22 aus Möpsen. Hey Prinzessin, hier ist die Angela. Du Regina, ich würde mich freuen, wenn du Busy was über den Timo erzählen würdest. Wie ist er denn so? Hat er wirklich so einen kleinen Körper, wie in der Zeitschrift Die Frau angezeigt wird? Also, liebe Angela, der Timo ist ein ziemlich netter Typ. Was macht der Timo denn in der Band? Steht auf Sonnenbrillen. Der Timo spielt Schlagzeug bei Malcolm. Ziemlich gut. Und der Timo, wie alt bist du, Timo? 25. Guter alter Sack. Ey, Tobi, gell? Dein Bester, ne? Sag mal, wie ist denn der so? Ich gründe gerade eine neue Band und wir heißen Puzzle und ich suche da noch wen. Tobi ist ja mittlerweile auch ein bisschen bärtiger und passt ganz gut rein. Kannst du mir mal den vorstellen? Wirbt für Behinderte. Okay, Tobi, ist das hier? Da musst du die genau hier. Tobi ich, ist, ist 23 und spielt Gitarre bei Malcolm und singt wunderschön Gitarre. Der jetzt folgende Song heißt Chaos in meinem Kopf und dazu haben wir auch ein Video gedreht, das man auf YouTube finden kann und wir wünschen euch viel Spaß. Tobi, altes Haus. Na, trägst du immer noch die gleichen Käsesocken wie vor 3 Jahren? Nein, Spaß. Meine Frage ist, bevor ich die Regina mal anrufen möchte, möchte ich wissen, wie sie tickt. Kannst du sie mir... Da hört die Frage auf. Kannst du sie mir... Ja, die Regina tickt erstens nicht mehr ganz richtig und wenn, dann auch gar nicht so gut. Na, die ist schon so ein bisschen... Banane im Kopf. Aber die spielt super Bass. Die kann super Bass spielen. Singen kann die auch. Und sieht fast aus wie diese zwei Jungs hier. Okay, aber ein bisschen besser. Ein bisschen besser noch. Der nächste Song handelt von Narben. Wie zum Beispiel Narben in diesem Auto. Fragt Olli Tobi, hey, hier ist deine Grundschullehrerin Frau Lupus Leonhard. Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber okay, ich wollte dich grüßen und deine Band. Mich interessiert es brennend, warum ihr eigentlich deutsche Texte singt und nicht in Englisch oder Holländisch. Ja, also Holländisch, pass auf, da müssen wir mal lachen. Aber Englisch, also
ich singe das ja so meistens und für mich ist der Hauptgrund, dass man deutsche Texte zum einen viel besser versteht als Deutscher, weil manche gar nicht so gut Englisch können. Au. Aber nein, es ist einfach, ich finde, es ist schwerer auf Deutsch irgendwas vernünftig auszudrücken, während auf Englisch, da kannst du singen, was du willst und es klingt immer gut. Es hört sich immer gut an. Wenn du dir die Texte von Blink mal anguckst zum Beispiel, das ist ziemlicher Bullshit, aber es klingt geil. Und auf Deutsch ist es halt viel schwerer und das ist so eine kleine Herausforderung an mich oder an uns. Und deshalb machen wir das so. Hallo Timo, ich weiß nicht, ob du mich noch kennst, aber wir haben uns mal im Supermarkt Sutterlütti in Österreich in einem Einkaufswagenrennen duelliert. Du hast damals gewonnen. Meine Frage ist, habt ihr bereits eine CD veröffentlicht? Ja, wir haben eine CD veröffentlicht. Wir haben so Die haben wir veröffentlicht, Tobi. Ja, Tobi, ich war auch dabei. Wir haben die CD veröffentlicht. Und zwar gibt sie auf iTunes, auf Amazon. Die heißt Alles Neu, das ist eine EP mit 4 Songs von uns drauf. Und da sind tolle Lieder, die sind mittlerweile schon 2012 aufgenommen, glaube ich. Ich aus deinem Loch und scheiß auf Regenwetter. Sieben Tage Regen durch die faulen alten Bretter. Raus, als ich zusammenbrang und feindlich los. Pack deine Sachen ein und feindlich los. Als ich zusammenbrang und feindlich los. Für euch als Band ist eine Sendung wie Newcomer TV natürlich Gold wert. Ihr könnt euch und eure Musik ganz einfach präsentieren. Wie ihr euch am besten bewerben könnt und wie eure Fans am besten zur nächsten Newcomer TV-Nacht nach Oberursel kommen, das seht ihr jetzt. Wenn ihr zur Newcomer TV-Nacht nach Oberursel wollt, dann ist das gar nicht so schwer. Denn ihr könnt ganz einfach mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, wie zum Beispiel hier mit der U3 und steigt dann ganz einfach an der Haltestelle Oberursel Altstadt aus. Wenn es mit der U-Bahn nicht klappt, dann könnt ihr natürlich auch mit dem Bus fahren. Hier in Oberursel an der Haltestelle Portstraße einfach aussteigen und ja, 2 Meter nach hinten, dann seid ihr schon da. Und für alle, die dann doch lieber mit dem Auto kommen, ist das auch kein Problem, denn hier in der Portstraße könnt ihr ganz einfach parken. Und wenn ihr diesen Vorhang öffnet, dann seid ihr richtig, denn dann stehen wir hier in der Musikhalle Portstraße in Oberursel. Und wenn es auf den ersten Blick vielleicht etwas klein erscheint, ist das gar nicht so, denn hier hinter mir auf der Bühne toben geile Bands mit geiler Musik. Wenn ich jetzt als Band hier auf dieser Bühne stehe oder stehen möchte, was muss ich denn dafür machen? Also im Grunde genommen musst du eigentlich nur eine E-Mail schreiben an radio@virusmusik, da bin ich dann. Und dann höre ich mir das an, irgendwelche Demos oder das, was die einzelnen Bands auf ihrer Webseite haben, weil meistens ist da ja schon alles drauf. Und dann melde ich mich bei denen und sage entweder wow oder no. Wir wollen natürlich alle, dass du wow sagst und aus diesem Grund muss natürlich eine Band sich auch so ein bisschen gut verkaufen, oder? Bist du auf irgendwas besonders stolz, also wenn Musik gleich mitgeschickt wird oder Fotos, ist irgendwas besonders wichtig? Also was ich gut finde, wenn die Bands in ihrem Genre, wo die zu Hause sind, einfach, wie sagt man so schön, innovativ und authentisch sind. Ja, also das heißt, das Demo muss cool klingen, das muss jetzt keine Wahnsinns-Hi-Fi-Aufnahme in einem teuren Studio sein, das kann auch im Proberaum aufgenommen sein, aber ich muss einfach hören, wow, die Jungs und die Mädels stehen dahinter, hinter dem, was sie machen und die sind voll on fire und wollen wirklich zu uns. Und manchmal ist es wirklich so, da kriege ich Bewerbungen, da stehen mir sprichwörtlich die Haare zu Berge, weil es ist einfach nicht gut, was die da machen, die einzelnen Bands. Gibt es denn irgendwelche ganz krassen Ausschlusskriterien, wo du sagst, nee, das geht dann gar nicht mehr?
Naja gut, ich meine, wenn die Jungs und die Mädels keinen Takt halten können, wenn sie irgendwie besoffen hinter ihren Instrumenten rumfallen. Wobei, das kann auch irgendwie anarchistische Unterhaltung sein. Ja, also das muss man halt sehen. Ja, oder keine Ahnung, vielleicht ziehen sie sich ja auf eine ganz innovative Art und Weise aus. Oder sie bleiben angezogen. Und wenn ihr euch auf diese Sachen angesprochen fühlt, dann macht das doch einfach mal. Schickt eine E-Mail hier an diese E-Mail-Adresse und meldet euch bei uns, bei Newcomer TV. Und dann steht ihr das nächste Mal hier auf dieser Bühne. Genau. Bringt also fleißig eure Fans zum Feiern mit. So wie 3 Millionen, die mit uns einen gelungenen Abend gefeiert haben. Wir wollten uns eigentlich 3 Promille nennen, aber hatten dann Bedenken, dass es vielleicht zu Asi rüberkommt und deswegen haben wir uns dann 3 Millionen genannt. Die Band ist uns eigentlich einfach wichtig, eine gute Zeit zu haben. Wir nehmen mit, was kommt. Ob es jetzt ein bisschen Naschen ist oder es keiner merkt oder halt viel Musik. Musik ist cool, macht Spaß. Wenn es den Leuten gefällt, umso geiler. Schön. Wir kommen alle aus so verschiedenen Musikrichtungen und so schön bunt zusammengewürfelt. Und wir machen im Endeffekt einfach das, worauf wir Bock haben. Ja, und das kommt halt dann dabei raus. Im Song Träumen kann man immer, geht es uns darum, den Leuten zu vermitteln, dass man immer noch an seinen Träumen festhalten kann und muss, weil es im Moment immer schwieriger wird, mit dem Leistungsdruck irgendwie einen Job zu finden und viele Leute deswegen ihren Traum aufgeben. Und wir versuchen, den Leuten zu vermitteln, dass man daran festhalten kann. Wir versuchen, einen Mix aus poppigen Passagen und harten Passagen zu machen. Und textlich gesehen versuchen wir, Sachen aus dem Alltag zu verarbeiten. Und es ist dann, wie gesagt, schön, wenn sowas einen Anklang findet, wenn du irgendwie mit deinen Texten Leute berührst und sie darüber nachdenken und sich damit befassen. Und man mit dem, was einen beschäftigt, Leute erreicht. Ja, der Song Melodie handelt eigentlich einfach nur davon, den Arsch mal hochzubekommen. Wir haben den in einer Zeit geschrieben, in der wir viel wollten und irgendwie nichts dafür getan haben. Deswegen ist es so ein Reminder für uns, einfach mal den Arsch hochzubekommen. Und ja, hier ist er. Dieses Lied heißt Melodie. Wir sind 3 Millionen. Viel zu lange hast du diese Welt nicht mehr bewegt. Und wunderst dich, warum die Zeit so schnell vergeht. Oh, du bist der Visionär, der von uns mit Herzen steht. Doch ohne Mut, wir sind so schön und bunt. Millionen gibt es seit 1,5 Jahren ungefähr. Davor hatten wir so ein American Pop-Punk Konzept, also der Janni, der Janis und ich. Und waren damit auch ganz gut unterwegs, so haben dann auf dem Weg den Jonas kennengelernt, der dann ziemlich schnell bei uns in der Band angefangen hat. Und dann hatten wir auch den Olli irgendwann getroffen.
Und ja, dann haben wir irgendwann angefangen, auf Deutsch Texte zu schreiben und auf Deutsch Musik zu machen. Und so ist das dann alles entstanden. Halt ich an mir fest ist ein Song, der zeigen soll, dass man nicht alleine ist im Leben. Er soll den Menschen Mut bringen und soll sagen oder soll aussagen, dass man für seine Träume kämpfen soll. Staubigen Wege deinen Träumen entlang. Nur nach vorne geht nicht zurück, nur nach vorne geht. Ich reich dir meine Hand, ist nicht mehr allein. Und du bist mit Herz und Verstand. Zwischen Herz und Verstand. Nein! Sapiency, eine Band, die schon auf einigen großen Festivals gespielt hat. Frisch aus den USA zu Newcomer TV ins Interview. Keine Angst, meine Lieben, wir sind nicht im Schwarz-Weiß-Fernsehen oder irgendwelchen 19. Jahrhundert gelandet. Wir sind hier bei Sapiency. Tut mir leid, dass ich nicht in euren Farben hier aufgetaucht bin. Aber das hat einen Grund, warum ihr hier schwarz angezogen seid. Ihr macht Metal. Death Metal oder nur Metal? Melodic Death. Melodic Death. Ich könnte jetzt aufzählen, von 2009 fing die Ära sozusagen an und dann ging es immer steiler bergauf bis zu großen Gigs mit massig vielen Leuten. Aber ich will gar nicht so viel vorgreifen, sondern ich würde einfach gerne mal von euch wissen, wie das Ganze anfing und wie der Sänger zum Beispiel sich hier mit reingefunden hat. Ob du von Anfang an mit dabei warst. Ich war quasi von Anfang an ein Gründungsmitglied, beziehungsweise gegründet hat die Band der René. 2004, 2005, sowas in der Ecke, hatten schon unsere erste Band, die ist aber in die Brüche gegangen und haben uns dann später wiedergefunden. 2009 habt ihr euch gegründet und dann ging es immer weiter hoch. Was war denn so der erste Knackpunkt? Ich glaube, der erste Song, den wir aufgenommen haben, ne? Wake Up war das damals, der auch auf der Fates End-Platte von uns erschienen ist, also auf unserem ersten Album. Und da haben wir gemerkt, okay, das passt irgendwie, wir wissen ungefähr, was wir machen wollen halt und daraus hat sich eigentlich eine ganze Menge weiterentwickelt. Eine Band steigt ja nicht einfach so ein mit diesem, ja, ich bin jetzt eine Band und ich bin jetzt sofort berühmt und bin in den Charts, in den Top Ten, sondern eine Band fängt ja klein an, so als typische Garagenband. Wie war das bei euch? Wann kam das erste Label dazu? Wir hatten relativ viel Glück gehabt. Wir hatten relativ schnell nach Gründung bereits unser erstes Demo aufgenommen. Das heißt so nach einem Dreivierteljahr, ein knappes Jahr.
Und relativ kurz danach, wir haben das Demo im Anfang 2010 veröffentlicht gehabt. Die Resonanz darauf von der Presse war sehr geil gewesen und daraufhin kam unser Label auf uns zu, unser aktuelles immer noch, SAOL, sodass wir letztendlich Ende 2010 bereits unser erstes Debütalbum quasi auf den Markt geschmissen haben. Und das war natürlich sensationell geil, weil es doch verhältnismäßig relativ schnell ging. Zu eurem Musikvideo, ihr habt ja jetzt eins produziert, zumindest habe ich eins gefunden im Internet. Wie fühlt man sich, das Ganze so selbst herzustellen und dann später auch anzugucken? Das war natürlich eine super geile Erfahrung, weil es letztendlich unser erstes Musikvideo gewesen ist, was wir gedreht hatten. Wir hatten auch das sensationelle Glück gehabt, dass auch eine sehr professionelle Schauspielerin uns Pate gestanden hat, die Britta Horn, die aus diversen Doku-Soaps, nicht Doku-Soaps, aus diversen Sendungen irgendwie eigentlich mehr oder weniger bekannt ist. Und das war natürlich dementsprechend eine sehr, sehr geile Erfahrung für uns. Einerseits irgendwie mit einem absoluten Profi direkt mitarbeiten zu können und natürlich sich selbst erstmal performen zu sehen und letztendlich ein Stück weit einfach auch sich dabei auszuprobieren, wie ist die Außendarstellung, irgendwie wie kann man da eine adäquate Performance letztendlich irgendwie darüber bringen und so weiter. Das war eine sehr geile Erfahrung. Also liebe Zuschauer, jetzt kommt Sapiency mit Free Within, unser erstes Official Video. Viel Spaß.
Bis zum nächsten Mal und schaltet wieder ein bei Newcomer TV.